Leute, willkommen zurück zu Xenogears! Letzt Mal sind wir auf dem U-Boot in das versteckte Pirat gekommen. Wir haben einiges gehört, dass der Piratenchef hier eigentlich ein Prinz ist. Mit einer interessanten Familie. Und ja, der Mason klärt uns halt ein bisschen auf und wir sollen ein bisschen Tee trinken und so, ne? Ist halt gerade so gut dafür. Eigentlich mag der Fall gerade keinen Tee. Ne, mag keinen Tee? Ne, ich hab keinen Durst. Ja, tja, dann, ach, egal, ich habe keine Idee oder keinen Plan, wo der große Schatz überhaupt ist. Ja, ist großer Schatz? Hast du was gehört von? Möglich. Also, wie Sie sagen, ist es wahrscheinlich stark genug, um das Königreich von uns zu retten. Yay! Und Marguerite weiß, wo Jasper ist? Hat ihm den Ort erzählt? Nur die Hälfte. Naja, um präzise zu sein. Der junge Meister und Miss Marguerite haben jeder eine Hälfte der Karte. Ne? Jeder weiß nur eine Hälfte von. Wenn man beides zusammenlegt, dann kommt man zum riesigen Schatz. Nur wenn man sie kombiniert, wissen wir, wo er ist. Was exakt ist der Fatima Jasper? Wer ist das? Wenn du sagst, nur die Hälfte hat Jasper, dann hört sich das so an wie ein Halsband. Nur die Nachfolgen von Arya und Nissan wissen wirklich, wie es aussieht. Ich verstehe. Darum wurde sie eingesperrt. Aha! Ich denke, wir werden es herausfinden. Aber ich glaube auch, sie wird noch leben. Oder vielleicht auch nicht, wir wissen das nicht. Entschuldigung, ich meine, ich glaube, sie werden sie nicht. Naja, sie werden nichts mit ihr anstellen. Bitte nehmen wir es nicht zu Herzen. Nein. Das ist eine furchtbare, realistische Szenario, was leider Wirklichkeit ist. Was meinst du eigentlich mit großen Schatz, riesigen Schatz? Unendlich groß! Ich hab hab noch Geschichten gehört, aber naja, der Rest ist Nebel. Der Gier. Er meint das Gier. Es kann nichts anderes sein. Es muss es sein. Hä? Ah, hi. Der Boss ist wieder da. Hi, Bart! Junge Meister! Seid ihr in Ordnung? Und auch die Gears? Ja. Es sieht so aus, als wäre sie versiegelt. Naja. Und naja, Sand ist eingedrungen in ein paar Maschinenteile. Aber das haben wir schon wieder bald. Aber es ist auch eine Qual, das alles zu reparieren. Oh, schon Halsschwehe, Knacke. Ich muss die ganze Crew einladen, um das wieder alles herzurichten, ne? Und ich soll sie führen. Ich muss sie führen. Nebenbei, ich bin ein bisschen schlecht drauf mit Maschinen und auch schlecht zu sprechen. Naja, so ist es normal. Junge Master! Auch ein Tee für Sie! Nebenbei, über was redet ihr? Wir reden... Naja, wir denken darüber nach, ob der Schatz ein Gear sein könnte. Oh, ja! Ihr wisst es wahrscheinlich, aber es ist etwas, was erzählt wird von Arwe in Bildern und in Schriften. Schriften und Bilder? Tja, wenn ihr interessiert seid, lasst uns zum Planraum gehen. Zum Planraum, das muss richtig sein. Ich werde euch etwas zeigen, was ich meine. Ihr seid meine speziellen Gäste. Das klingt interessant. Ein Schatz, ein Gier? Was es nicht alle gibt. Gut, dann folgen wir mal. Wo ist dieser Planungsraum? Der muss doch hier irgendwo in der Nähe sein, ne? Mach mal die Tür auf hier. Da, 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 da. So, der Planungsraum, der Planungsraum. Ich glaube, dort waren wir noch nicht, ne? Nope. Was ist das für ein Gang? Ich glaube, ich habe es gefunden. Nein! Das ist der Ausgang von der Basis, Leute. Ja, sowas gibt es aus.
Hier kann man zurück in die Overworld. Hier kann man sich besonders sehen. Hier hinten sieht man ein bisschen Müll. Ein bisschen arroischen Müll, wo das auch immer ist. Ist hier mitten in der Wüste irgendwo in nirgendwo. Das Gelbe da hinten, was man sieht, auf der Karte, sieht man nur sehr gering, aber man sieht's, ist die Stadt, wo wir schon waren. Aber wieder zurück zu Barts Höhle oder das Barts seiner, ja, Wunderhöhle. Das könnte man auch sagen. So, wo ist dieser Planungsraum? Man hat nichts gesagt, ne? Nope. Hat wohl keine Anstand dafür. Hey, warte doch mich, wo ist dieser Planungsraum? Wow, wo bin ich jetzt gelandet? Ist das eine Kantine oder gibt's hier einen Kaffee? Gratis. Ja, sieht aber aus wie eine Kantine aus. Hey. Hey, hast du Margaretes Karte? Ne, ich hab Beths. Ich spiele hier Karten. Will ich jetzt auch irgendwie gerne. Hat jemand Lust, Karten zu zocken? Nur eine kurze Pause. Nur eine kurze Pause. Ja, das kenne ich schon. Diese Verletzung ist so typisch. Ich kann dem Meister nicht zum Gegentreten. Ah, bitte, sei vorsichtiger. Gute Medizin schmeckt immer schlecht. Jeder weiß das. Ja. Ja, das hier ist wieder so ein Mannschaftsraum. Mehr eigentlich auch nicht. Aber fragen wir sie schon, wo ist jetzt der Planungsraum? Also hier ist ein Zettel. Mein runter, mein Raum. Tritt ein und stirb. Bart. Wisst ihr was? Wir riskieren's. Das ist Barts Raum. Wenn man eintritt, stirbt man. Haha. So, hier gibt's nebenbei ein Iron Whip. Das ist zum Ausrüsten. Für Bart später. Was ist das für ein Bild? Ein kleiner Junge und ein Mädchen. Also, dieser interessante Raum. Zuerst steht da töten. Dann einfach mal so reingehen. Ah, typisch. Und ein Wecker! Hat jemand geläutet? Ich gehe wieder raus. Tschüss! Bevor jemand diesen Wecker hört. So. Aber trotzdem cool, dass man da reingehen kann, obwohl da steht, geh rein und du stirbst. Knallhart. So, hier waren wir gerade. Das war ja die riesige Kantine, ne? Der ist das Raum. Ja, das war das, glaube ich. Moment, ja, das war das. Und jede Ansicht sieht das ein bisschen anders aus, also ist für mich ein bisschen verwirrend. Bisschen. Da. Während ich mal ein bisschen Musik chille. Ich habe beim letzten paar Mal gemerkt, Leute, ich habe nachgeschaut, die Musik ist ein bisschen leise. Ich werde das mal in nächster Zeit fixen. Das hört sofort, wenn ich sterbe. Ist halt immer so ein Kandase-Problem. Dieser Platz ist. Wow! Ich habe so etwas noch nie gesehen. So etwas haben sie nicht mal in der Hauptstadt, glaube ich. Solche Ausrüstungen. Überrascht? Das ist eine Technologie, das den Sig zu verdanken ist. Den Sig? Nie gehört von. Hey, Fei! Bitte steh nicht auf dem Bildschirm. Sonst sehen wir nichts und der ist sowieso empfindlich. Oh, Entschuldigung. Okay, Männer. Bitte! Macht die spezielle Datei da auf und ladet sie auf diesen Bildschirm da. Wow, was ist denn das für ein Ding? Ein Projektor, würde ich mal sagen. Yep, ein Projektor. Was ist das? Das ist ein Bild auf einer Schriftrolle. So um die 500 Jahre alt. Das ist König Fatima. Den Namen habe ich schon mal wo gehört. Sein Körper ist getarnt in Flammen und umgeben davon. Und Blut von Oaf. Blut Oaf? Muss auch so ein Name sein. Mit Giganten. Ne? Man sagt, die Stärke des Giganten wurde in Awe gefunden. Das ist... Wow! Dass so eine alte Schrift existiert! Und in einem guten Zustand auch noch! Wahnsinn! Das ist richtig geil! Ich dachte, der Ethos wurde kontrolliert von den... Naja... Großmächten! Normalerweise ja, das stimmt! Aber dieser hier... hat mein Vater gefunden.
Und naja, war halt ein Preiswert und so, ne? Nächstes bitte! Das nächste Bild! Nachdem wir es gefunden haben, also auf den Ort, hat Fatima die Giganten in einen Schlummer geschickt. Fatima, warum kommt mir dieser Name so bekannt vor? Um sein Königreich zu schützen, hat er die Giganten eingeschläfert, hingelegt. Und naja, falls er sie auch in Zukunft braucht. Wir wissen nicht, wo er sie versteckt hält. Oder versteckt hat, wir wissen es nicht. Sie ist schon lange her, 500 Jahre. Und Aufzeichnungen sind verstreut. Ja, das kann dauern. In einer anderen Aufzeichnung, die wir gefunden haben, heißt es, die Giganten wären der große Schatz von Fatima. Was gibt es über das Jasper? Hey! Du wirst wirklich sehr viel, mein Freund. Vielleicht bist du einer von Shakans Spionen? Was? Nein, ich bin nur ein Arzt. Ein Doktor. Es interessiert mich alles. Ich bin halt intellektuell interessiert dran. Ich habe alles gelesen. Hey, wenn man schon seine Bücher gesehen hat und seine Maschine im Ort, dann glaubt man eh alles. Von daher, Bart, der ist in Ordnung. War nur ein Witz. Ein schlechter. Es sieht so aus, als wäre Jasper auch dahinter den Schlüssel her. Wir wollten auch den Schatz finden. Ein Schlüssel? Könnte das sein, wonach die Shakans suchen? Nicht nach ihm. Gepler sucht auch danach. Wir suchen alle nach dem Schlüssel! Nach dem Schatz! Ernsthaft? Dann müssen wir Margarete sofort, es geht, retten, außer sofort! Tja, das erzählst du mir? Das weiß ich selber. Seit wir euch geholfen haben, wundere ich mich, ob ich auch mal dran bin, euch zu fragen, ob wir, naja, einen Gefallen tun könnt. Ein Gefallen? Dafür, dass du... Moment. Du willst uns, dass wir sie retten? Richtig, Junge. Das ist genau, was ich sagen wollte. Ich habe von Sigurd gehört. Es sieht so aus, als wären beide, Abe und Kislev, nach euch hinterher. Die suchen euch. Werden gesucht, tot oder lebendig, für... keine Ahnung, wie viel Geld. Das wissen wir nicht. So, könnt ihr uns helfen und ja. Ihr könnt uns helfen, wir helfen euch. Wie wär's damit? Es ist nicht viel. Tja, ich finde interessant, dass Feind nur daneben steht und überhaupt nichts sagt. Das ist einfach nur wirr. Wenn das alles ist, für meinen Raum zu bezahlen, dann werde ich so viel kämpfen, wie ich kann. Was denkst du, Feind? Du hast bis jetzt gar nichts gesagt. Ja, du bist ziemlich im Hintergrund, seit wir in der Stalaktitenhöhle ausgebrochen sind. Deine Stärke allein ist größer als 20 Shakans, Wachen, die ich jemals gesehen habe. Und die sind schon krass drauf. Ich würde gerne sagen, dass ich deine Stärke an meiner Seite habe. Warum will jeder kämpfen? Warum will jeder, dass ich kämpfe? Was? Versteht mir mit dir nicht? Hey, wir müssen kämpfen! Fei? Ich will das nicht. Ich will das nicht. Du willst meine Stärke haben? Du liebst sie direkt? Ich hab keine Stärke! Was stimmt mit euch nicht? Doktor, jeder von euch! Alle wollt, dass ich weitermache! Und dann ist dieses Gier! Graf! Und mein Vater! Stimmt, der Graf. Mit H. Von dem haben wir bis jetzt auch nur einmal was gehört. In einer Szene. Ich habe keine Zeit, um zu helfen! Mit euren Problemen! Ich habe meinen eigenen! Ich glaube, mit Fei stimmt irgendwas nicht. Da muss man nachdenken. Was ist mit dem los? Ist er vielleicht ein bisschen kurz? Bisschen temperamentvoll?
Short-Temperate, das ist mal ein komisches Wort. Nein, es ist nicht so, es ist... es tut mir leid. Es sind Sachen passiert und das alles so schnell. Wir hatten keine Zeit, damit uns auseinanderzusetzen. Versuche es zu verstehen. Zuerst macht Fein den ganzen Ort kaputt, dann ist er jetzt auf der Flucht, dann hilft das auch noch Piraten. Ja, das muss er ganz schnell verarbeiten. Ich meine, wenn da ein bisschen Psychologie und so ist, kann nichts machen. Denkt ihr, ist bei mir ein Raum jetzt voll heiß darin? Ich muss mal kurz mein Fenster aufmachen, Leute. Ein Tracker. Ach, zum Glück ist das nicht weit weg von mir. Wir haben jetzt endlich Hilfe! Haben beide Gears jetzt! Yay! Let's go! Wir helfen ihnen! Was? Was? Die sehen irgendwie kleiner aus. Sind das Kinder oder sind das wirklich Erwachsene? Was läuft denn da jetzt ab? Ja, muss man warten, bis der Lift wieder da ist. Hey, Lift, komm her! Ich brauch dich! Lift? Ja? Nein? Der hat keinen Bock. Okay, wenn er meint. Kleine Knutzer oder was auch immer sind da runtergefahren. Und Fein, was hast du jetzt eigentlich vor? Eine sehr gute Frage. Schauen wir uns ein bisschen um. Also hier ist wieder mein Speicherpunkt. Ich glaube, den nutze ich diesmal auch. Einfach mal so. Es ist halt wieder viel Gerede jetzt. Aber man erfährt wirklich viel. Ein großer, riesiger Schatz, den Fatima versteckt hat, und der Name Fatima kommt mir ernsthaft voll bekannt vor. Hat das irgendwas mit einer Geschichte zu tun aus gotischen Zeiten oder so? Mir kommt auf jeden Fall dieser Name voll bekannt vor. Fatima, Fatima. Ah! Da ist der Lifter wieder! Hi! Dann verfolge ich ihn mal! Go down! Und los geht's! Ich finde interessant, der Sound von diesem Gerät ist lauter wie die Musik. Dagegen kann ich nichts machen, Leute. Leider. Ah, naja. So lange dauert das eh nicht. So, eine kurze Fahrt mit dem Lev und... Oh, eine Luke. Oh, hi, Bart! Can I have a second? Moment. Kann ich ein zweites haben? Ein zweites was? Ja klar. Achso, ein zweites Gespräch. Okay. Sitan hat mir alles erzählt über deine Geschichte. Willst du darüber reden? Warum erzählst du es mir nicht? Es klingt alles ziemlich mitgenommen. Schöne Musik. Hör zu. Es tut mir leid für... für das, dass ich bin. Ein Nervensäge. Vergib mir. Willst du das tun? Wow! Mit Leck! Egal. Es tut mir leid, dass ich wieder da bin, aber... dass ich wieder nerve. Nein! Was? Ich will nicht kämpfen wie du. Ich will das einfach nicht. Ich gehe ins Gear hinein, weil ich es tun musste. Aber ich will es nicht. Wenn du das Gear willst, dann kannst du es haben. Ich will es nicht. Ich will es nicht. Glaubst du, ich mag es zu kämpfen? Ist das das, was du denkst? Magst du es nicht? Du siehst danach aus. Es sieht so aus, als wärst du das Ganze alles genießen, zu kämpfen. Ich kann dem wirklich nicht widersprechen. Wer mag es wirklich zu kämpfen? Entweder magst du es oder nicht. Ich kämpfe, weil ich es tun muss. Ich habe meine Gründe. Aber du würdest sie nicht verstehen. Tja, ich hab keinen Grund zu kämpfen. Ich will auch nicht kämpfen. Es ist nur, ich will in Frieden leben. In Frieden und in Geruhsamkeit, können wir noch sagen. Aber ihr alle, Leute, ihr alle,
Warum wollt ihr alle, dass ich im ins Gier reinge? Warum wollt ihr das nicht? Warum lasst ihr mich nicht allein? Es ist wegen dein Können. Und naja, ich hasse es! Immer wenn ich ins Gier reingehe, verletze ich Leute, wahrscheinlich Unschuldige. Wenn ich kämpfe, Leute sterben. Ich will keine Leute umbringen, ich will niemandem was anhaben. Ich hasse es! Kannst du das nicht verstehen? Ja, ich weiß, wie du dich fühlst. Du willst von der Realität weglaufen. Aber glaubst du, die Kinder hinter dir, die in deiner Stadt sind, verstehen das? Stimmt, die kleine Stadt, die wir verlassen haben. Ob die es verstehen würden, dass er in Frieden lebt? Ich meine, Fire hat die ganze Stadt zerstört. Unwillentlich natürlich. Zittern hat mir einiges erzählt, was in Laheim passiert ist. Wäre es besser gewesen, wenn du nichts gemacht hättest? Klar. Also alles passiert, weil du im Gier warst, aber hättest du es nicht getan, wären wahrscheinlich auch Leute gestorben, oder? Du hattest deine Gründe. Das war kein Grund. Krieg? Nein. Die Leute, die dir das alles angezeigt haben, die damit angefangen haben. Der Krieg ist der Grund. Nicht du, Frei. Und, naja. Du glaubst noch immer, du bist der Grund. Aber es wird da nichts ändern, wer den Grund hat. Es ist nun mal passiert. Naja. Und ich kämpfe für diese Situation, die hier so ist. Selbst jetzt ist niemand sicher, also muss ich kämpfen. Aber das bedeutet nicht, dass ich kämpfe. Genieße. Das ist mal ein Gespräch, Leute. Darüber könnte man mal philosophieren, hat jemand Zeit? Ich verstehe, wie du dich fühlst. Und dass du dich verantwortlich fühlst für die Kinder in deiner Stadt. Und ich weiß, warum du andere nicht mehr verletzen willst. Aber wenn du diesen Kindern helfen willst, dann musst du kämpfen. Du hast wahrscheinlich keinen anderen Grund, ne? Jetzt hast du einen Grund zum Kämpfen. Du musst kämpfen, einen Grund, du hast ihn! Du musst die Kinder beschützen in deinem Ort. Solange du das ignorierst, kannst du so lange weglaufen, wie du willst. Und diese Kinder werden dir niemals vergeben. Bedenke das. Und noch etwas. Ich sage nicht, dass du mir helfen sollst. Und dass es auch nicht weglaufen ist. Du musst nicht helfen. Das ist mein Problem. Ich will nicht gegen deinen Willen antreten, Fei. Aber ich brauche dein Können. Und dann kannst du alles beenden und als Held zurückkehren. Und die Kinder werden auf sich auch für dich aufsehen. Das ist alles, was ich jetzt denke und glaube. Naja, egal. Entschuldigung, dass ich dafür aufgehalten habe. Die Mechaniker, wir wollten ein bisschen mit dir reden über dein Gier. Na, du würdest dich sowieso nicht interessieren, so ich glaube. Na, aber, na, hör dir mal was zu. Was? Ja. Eine sehr interessante Story, Leute, oder? Fei will nicht kämpfen. Er hat gemeint, ich habe keinen Grund zum Kämpfen. Aber Bart meinte, er hat einen. Und ich glaube, es ist wirklich ein guter Grund, was Bart meint, die Kinder der Stadt zu retten zu wollen. Hast du etwas gehört? Über was? Tja, noch ein Glück gehabt. Hä? Was? Hab ich was verpasst?
Ich versuche etwas nebenbei. Aha. Unser Gear steht nebenbei da unten bei dieser Luke. Gehen wir mal runter hier. Hier waren wir schon mal. Das ist der Eingang. Und hier ist der Steuerraum. Hier waren wir schon mal. Der Steuerraum des U-Bootes. Ist gerade keiner hier? Obwohl, du, wer bist du denn? Der Franz! Entschuldigung, ich hab dich nicht wahrgenommen, Freund. Willst du ein bisschen, was ich so aufgenommen habe, hören? Klar. Die Franz-Kollektion, Nummer 88. Willst du mir hören? Ja. Franz-Kollektion, Nummer 49. Irgendwie macht das keinen Unterschied. Na, gell. Egal, vielleicht kommst du später wieder und hörst mehr an. Ich weiß nicht, was sich das bringt, Leute. Aber dieser Franz, der wird später nochmal interessant, sagen wir mal so. Auf jeden Fall seine geile Stimme. Die hat mir irgendwas angetan. Ich habe mir gedacht, wie rede ich diesen pinguinartigen Ding da? Und ich habe was gefunden. Ja, ein bisschen anders, ne? Ja, der ist witzig drauf irgendwie. So, ich habe gerade kurz geguckt, wie lange ich schon aufnehme. Hm, fast für eine halbe Stunde. Ja, die Redereien sind heute wieder mal lange. Hallo, hallo, hallo. Hey, hi. Was? Warum ich hier bin? Tja, ist nicht so, als wäre ich das versteckt bei Ja, ich rede mir das Gleiche. Du kannst doch genau unseren Energieraum darüber. Und unser Gear war da hinten irgendwo, ne? Hier hinten. Oder war es die rechte Tür? Na, oh, ich glaube, ich bin richtig. Ja, das war hier in diesem großen, riesigen Hangar da. Der ist wirklich ziemlich groß, ne? Irgendwie schon. Okay, wo ist unser Gear denn? Schau mal, wo ist unser Gear? Ein grüner Schalter. Lieber nicht drücken, wer weiß, was passiert. Auf einmal geht das ganze U-Boot unter oder sowas. Das klingt ein Spaß. So, wo war denn das? Moment. Nicht hier? Ach, so viele Wege. Und hier ist auch eine Tür. Ich glaube, da hinten war ich auch noch nicht. Ne? Ah, da kann man auch nicht hin. Okay. Die ist zu, die Tür. Gut. Aber wo ist jetzt unser Gear? Wo ist mein Gear? Das muss man so in einen riesigen Raum reinschauen. Was glaubt ihr, was ihr für einen Hall habt? Das wäre sicher cool für ein Bandkonzert. Was ich heute schon mal denke. Eieieiei. Ich glaube, ich sollte bitte wieder aufhören mit Aufnehmen. Da fange ich immer mit krassen Sachen an, die ziemlich schräg sind. Ach, ist er, na, sagen dazu verrückt. Aber hey, jeder ist seine. Wo war denn das? Oder habe ich die falsche Tür genommen? Das ging ja auch, dass es vielleicht einen zweiten Hangar gibt. Einen zweiten Hangar, das ist möglich. Hey! Diese Tür führt zur Halle. Okay, wenn hier nämlich mein Gear ist, dann vielleicht diese Tür. Nicht ganz, glaube ich. Das ist... Ah ja, hier kann man sich klarlegen. Das sind die Räume. Ah, wo ist mein Gear? Die wollten doch mit mir reden, oder? Was? Warum ich hier bin? Ja. Ist nicht so, als würde ich hier so rumstehen, ne? Aber ich rede sowieso immer das Gleiche. Hinter dieser Tür ist nämlich der Gear-Hangar. Okay. Pass auf. Die Gears sind riesig. Du sahst sehr klein aus. Und vielleicht wirst du verloren. Ha. Also der Gear-Hangar ist hinter ihm. Aber wo ist denn mein Gear? Hä? Hab ich was verpasst? Hallo? Wo ist mein Gear? Gut, also wenn das der Hangar ist, wo ist da mein Gear? Hier nicht. Auch nicht. Ich glaube, sowas fällt normalerweise sofort auf, ne? Ich meine, so ein Gear ist ja kein Zuckerschlecken. Ist auch nicht ganz klein. Normalerweise müsste es ja in so einem Hangar stehen, aber irgendwie... Du hast gesagt, ich habe keinen Bock und es ist weggelaufen. Das wäre ein bisschen crazy. Tja, es scheint auf jeden Fall nicht hier zu sein. Hm, merkwürdig. Okay, die Mechanik wollte zwar mit mir über das Gear reden, aber wenn mein Gear nicht da ist, was will man machen, ne? Gut, Leute. Wo es auch immer das Gear ist und wie es weitergeht, also fahren wir im nächsten Part, Leute. Ich sage an dieser Stelle bis zum nächsten Mal. Und ich werde probieren, die Musik ein bisschen hier aufzumotzen, aufzupäppeln. Yay!
Ich verstecke mich hier irgendwo. Oh, hinter der Kiste, genau. Mir sieht keiner.